sind wir wieder in einem neuen Part. Ja, und jetzt habe ich gefixt, dass das auf jeden Fall jetzt besser geht mit den FPS und ich habe keinen Blödsinn mehr, was für ein Arsch ich hier gerade schon verspreche. Also wieder bei Drakensang Online, ne? Ja. Sehen wir uns. Los, Leute, und dafür schaltet ihr hier ein. Wuhu, ich bin da. Ja, und ich bin gerade wieder draußen. Wo bist du drin? Ich bin draußen. Wieder rausgegangen. Ja. Warte, okay, warte, jetzt werde ich mal noch die paar Quests annehmen, die es hier noch gibt. Ja, nimm die Quest an. Die schützende Hand. Ich glaube, ich sollte mal hiermit... Ich muss lesen, ne? Also ich muss kurz auf die Zeit gucken, weil ich habe nur eine Viertelstunde. Dann ist deine Platte wieder voll. Ja. Genau, dann ist meine Festplatte wieder voll. Ich habe nämlich die letzten Videos noch nicht gerendert und dann ist es Viertel vor sechs. Ja. Oh, wir können wieder plus. Juhu! Besonderes Ereignis interessiert mich nicht. So, die schützende Hand. Hör mal, ich habe da eine Vorschlag für dich, der uns beide richtig überraschen kann. Aber es muss unter uns bleiben. Du könntest in Grimax ein paar Fingerknochen organisieren und ich verkaufe dir dann das heilige Reliquien. Da was sagst du? Reliquien, keine Ahnung. Okay, das nehmen wir auch gerne. Ja. So, wo haben wir denn noch Fragezeichen? Da haben wir noch Fragezeichen und noch oder Ausrufezeichen haben wir auch noch. Ja, ich renne hier jedenfalls jetzt so ein bisschen rum und hetze die ganzen Grimfords oder. Ach, pfui, ich lese! Diesen musst du von einem der Krieger entrissen. Gesegnet sei dein Helden. Aber das ist noch der Helden. Das ist doch der Helm des großen Kilian Wurstkäse. Sein Leid sollte bis zum letzten Tag in Grimaxstone ruhen. Beim Schöpfer, das bedeutet die Toten wandeln. Oh, ich hab Bock zu lesen! Egal. Erben der Ordnung. Was du im Moor gesehen hast, ist zutiefst beunruhigend. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Und nicht diese Ereignisse mache ich. Die Anwesenheit der alten Orden hier ist kein Zufall. Du solltest mit den beiden Abgesandten sprechen. Klaro. Jetzt haben wir wieder mehr Fragezeichen. Yippie. Ich muss mal alles abklappern hier, ey. Ich guck auch mal jetzt mal die kurzen Fragezeichen. Wow, da haben wir jetzt eine... Keine frischen Fische. Was soll ich meiner Familie sagen, wenn das Netz wieder leer ist? Gar nichts. Hier beim Dorf konnte man noch nie einen guten Fang machen, aber man muss schon rausgehen. Aber jetzt ist es, als würden die Fische im Morast stecken bleiben. Bitte hilf mir. Alle haben Hunger. Küss an mich. Ja. Naja, wieder Fragezeichen. Wenn du kannst, endlich seinen Schnaps bekommen würde, wäre er bestimmt besser zu ertragen. In der Taverne in Dartmoor muss doch was davon in einem Fass sein. Okay. Oh, das gerade einer in meiner Nähe ein Level weitergekommen. Auf wandelnde Tote in Dartmoor ansprechen. Tote Krieger, die kämpfen, sagst du? Schätze, die kennen weder Furcht noch Skrupel. Ich sage, nimm dir lieber ein paar Freunde mit, um sie zu erledigen. Jo. Klaro. Auf wann der Tod erstmal anschließen? Nun, der Schöpfer kann die Toten wieder erheben. Keine Magie, die am Zirkel gelehrt wird, vermacht. Aber müssen andere Mächte am Werk sein? Hier müssen andere Mächte am Werk sein. Okay. Jo, bis dann fertig. Altes Wissen. Vor vielen Jahrhunderten wachten nicht allein die Priester über die Reliquie von Grimaxstone. Der erste Magierzirkel betraute auch den Schwertmeister Brannard mit dieser Aufgabe. Finde die die steinerne Grabstätte und bring mir die Schrift seiner Taten. Klaro! So, haben wir noch? Wir haben noch zwei Fragezeichen, ne? Und wenn dann keine Quest mehr kommt, dann bin ich weg. So. Erben der Ordnung. Unbekannte Magie und die Sorge, ich bin Skrupe. Hast gerade gesagt, unbekannte Glieder? Unbekannte Magie! Und... Wissen. Ich muss was
beim Schöpfer ist... Das habe ich schon gelesen. Das ist... Ich muss... Was? Beim Schöpfer ist im Grimmarkstone geschehen? Möglich, dass die heilige Stätte bereits entweiht wurde. Agat schon, hilf. Was soll ich nur tun? Gar nichts. Okay. Und neue Quest, verdammt. Grimax Vermächtnis. Du musst etwas für mich tun, mein Sohn. Es ist von großer Wichtigkeit. Im Grimmarkstone befindet sich ein Brunnen, aus dem ich Wasser für die heiligen Rituale zu beziehen pflege. Fülle diese Fiole und bringe sie zu mir zurück. Ich bitte dich inständig. Okay, Grimax Vermächtnis. Fragezeichen. Und hier noch ein Fragezeichen. Nicht wie sonst. Gut zu wissen. Der Schnaps ist bei der Tempel an. Die Kräuter wachsen nah am Fluss bei den Fischern. Und trockenen Torf gibt es bei Rowland. Der wirklich alles lang liegen lässt. Soweit alles beim Alten. Aber das, was da im Moor rumläuft, das ist noch nicht so. Und wieder mal etwas. Okay, nicht besonders. Ich habe schaufelige Sachen gehört, aber was darum ist, ist nicht zusammen, sagt man. Deswegen bin ich ja hier. Aber du siehst aus, als erschreckt dich nichts. kannst du nicht rausgehen und Schnaps, Kraut und Torf für mich holen? Ich gebe dir dann auch ein Ausdruck. Ja. Klaro. Und habe ich jetzt noch irgendwelche Fragezeichen? Nein, ich bin frei von Fragezeichen. Okay, du kannst. Okay, jetzt habe ich erstmal wieder vergessen, was ich sagen sollte, so wie es immer ist. Haha, natürlich. Das werdet ihr noch öfter in diesem Let's Play sehen. Und in anderen Let's Plays. Und in jedem Let's Play. Oder Let's Fight, oder Let's Show, oder Let's... Du bist ja ein Datenmann. Na du? Na ihr Fischer? Yeah. Zack. Okay, das ist der andere viel zu schlecht. Der vereist zwar. Sag mal, bekomme ich hier die ganze Zeit gerade Erfahrungspunkte oder wie jetzt? Nein, ich will das nicht hoffen. Man bekommt eigentlich immer Erfahrungspunkte. Ja, die Gegner, die du killst, dafür kriege ich auch Erfahrungspunkte. Lol. Ja. Ist das neuerdings so? Das ist ja cool. Ja. 5, 4, 5, kann ich lesen. Zack. Und jetzt ergibt alles einen Sinn, weswegen ich jetzt Stufe 4 bin. Bist du Stufe 4? Nein. Doch. Nein, du bist Stufe 2. Ja, bei dir vielleicht. Warum? Ich bin doch eigentlich auch Stufe 3. Ja, bei mir ist Stufe 2. Bist du bei dir auch rechts Stufe 2? Ja. Halt mal mit Ding mit der Maus auf mich rauf. Ich halte. Ach, du bist das. Du bist auf dich da rauf. Ja. Ach so. Okay. Ah, Stufe 4. Ja. Und ich bin Stufe 3, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Ich muss jetzt zu den ganzen Fragezeichen, zu denen du aufgegangen bist. Na, ich wollte schon sagen, waren das nicht Ausrufezeichen, aber nee, es waren Fragezeichen. Ja. Naja. Sterb alle! Okay, jetzt durch. Oh, ich muss mich hier echt wieder an die Steuerung. Ja, das Fass. Früher haben wir immer alles so schnell angeklickt, ey. Und jetzt versuchen wir hier. Okay, ich muss noch da nach unten zu der Pflanze bei den Skeletten. Hm. Oh, ich komme schon auf den Dungeon. Ja, der Dungeon. Ach ja, der Skelett-Dungeon. Der war mal so schnell. Irgendwann sind wir auch nur noch da durchgerascht. Ja. Beim ersten Mal, wir haben uns, ich glaube, da waren wir ungefähr so wie jetzt so. Haben wir uns in den Skelett-Dungeon hier reingetraut. Aber jetzt ist es sogar eine Aufgabe für das in den Skelett dann schon einzugehen, ne? Das war auch schon früher so. Übrigens, Skelett Dungeon ist hier, wo ich jetzt hier aufzeige. Hier. Da. Ich hoffe, man kann auch die Maus sehen. Komischerweise ist es bei meinen Clips immer so, dass man die Maus nicht sehen kann. Hast du die Maus schon eingeschaltet? Ja, kann sein. Oder du hast bei Camtasia Maus-Stecker angezeigt. Was hat das mit Camtasia zu tun? Man kann mit Camtasia Maus. Was hat Camtasia mit Fett zu tun? Das ist generell so.
kriegt er wirklich FP, dann ist das gut. Alter, ja, das ist tot. Du! Hörst nicht! Niemand kriegt Skelett! Was ist das da? Eine Schadensessenz! Ja, wir haben übrigens eine Kampfessenz, die wir hier zur Zeit nicht da haben. Da habe ich 87 von, Alter. Hey, what the... Wieso habe ich 87 Schlachtessenzen? Wie viel hast du? Gar keinen, aber vorhin hatten wir doch noch eine, Rechts, auf der, unten bei deiner Anzeige ganz rechts. Ja, ich bin auch ja, ich weiß, Video. Aber... Jetzt habe ich euch aber nur, jetzt habe ich auf einmal mehr, weniger. Jetzt habe ich hier 7... Ach, die wird automatisch angewendet oder so. Yay! Aber ja, bald sind wir Level 5, dann können wir verstärken. Hier, guck mal. Arcana-Aufladung. Treffer mit der, also dann kann man hier was auswählen, wenn man auf dem 5 ist. Treffer mit der Magie, mit dem Magiegeschoss stellen nun 5 Mana wieder her. Das nehme ich auf jeden Fall. Apropos, nein, nicht Quest. Dein Eisgeschoss trifft nun beim Aufprall alle Feinde im Umkreis von 2 Metern. Nee. Ich will, dass meine Magie beim Schießen aufgestellt wird. Ah, ich bin bei der Pflanze! Ah ja, beim... Pflanze! Auf Stufe 6 bekommen wir die Jagdfalle. Auf Stufe 9 bekommen wir einen Hechsprung. Bei Stufe 12 bekommen wir ein Fangnetz. 15 Streuschuss. 18 Todesstoß. Frostnova. Ach ja, das war cool. Teleport, das war auch noch. Ey, Gedankenkontrolle, das ist neu. Ich habe jetzt einen Donnerscheißschuss gelesen. Ne, der Donnerschneiseschuss, der ist auch neu. Früher gab's, konnte man bis 35. Da gab's nur noch den Pakt der Wildnis. 5 Minuten, Alter. Ich hab noch 5 Minuten, oder wir, oder was auch immer. Nein, ich will mir nichts kaufen. Ach ja, ja schon, wir haben noch 5 Minuten. Warte auf mich, Gunnerbär. In dämlichen, ich hab dieses Skelett gerade mit einem Schuss besiegt. Was ist da? Du hast doch eine Schlachtessenz eingesetzt, oder? Kampfessenz oder so. Nee, die werden bei mir irgendwie automatisch eingesetzt. Ich hätte ich mal auch jedenfalls, dass die einzig logische Erklärung, warum jetzt alle Kampfessenzen bei mir weg sind. Ja, warte mal, Inventar, ich möchte die noch nicht verwenden. Was wir hier alles im Inventar haben, das meinen wir mit den vollen Inventaren. Warte mal, kann man nicht irgendwie öffnen, diese Truhen? Konnte man noch irgendwie öffnen, werden automatisch angewendet. Ne, wie öffnet man die? Ich kann die nicht automatisch öffnen. Ich krieg die ganze Zeit Ja, das bin ich. Was ist das? Was haben wir eigentlich 4, jetzt 6, noch für Quests? 5 bis 8. Jetzt haben wir... Die will ich öffnen. Reißzwecken liegen schon zu benutzen. Diese will ich öffnen. Knorriger Ast, eine uralten Eiche. Ach ja, aus diesen Dingern konnte man damals... Seelenwächter. Mit diesen Dingern hier kann man sich wiederbeleben. Kristall der Wahrheit. Was war denn das nochmal? Eigentlich nochmal... Sammle 8 Fische, indem du Trägen Moras im Darkmoor zerschlägst. Ach ja, wir müssen noch. Ah, da kommt ich höre irgendwas. Von hinter dir. Ah. So. Warte mal. Also das hier, ich muss noch 4 Torfstiche Werkzeuge. Noch 10 Fingerknochen. Noch 8 Moorast besiegen, zerschlagen. Was jetzt sagen? Grimmarkstone war doch das, wo wir herkommen, oder? Ich glaube, das war der Dungeon. Nee, Grimmarkstone. Hab ich vergessen, Alter. Jo. Ah, das ist sozusagen das Geld an Diamanten. Warum du bei mir noch als Level 2 angezeigt hast, wenn ich das war doch damals auch so. Ja. Ja? Okay. Jetzt warte doch mal auf mich. Gib mir die Werkzeuge zurück. Ich habe jetzt 10. Oh oh. Angriff! Delitos! Übrigens, Delitos hieß früher. Stimmt, das habe ich auch niemandem erzählt. Wer sich wundert, warum ich ihn jetzt Delizio finde. Er sich nochmal genauso hört wie der komische Typ davon früher. Ja, der hat sich umbenannt. Die Gründe dafür sind aber Top Secret. Ja. Top Secret. Genauso wie
Area 51. Obwohl, das ist ja nicht mal Top Secret, das ist, davon weiß ja inzwischen schon jedes Schwein. Okay, ich habe jetzt 12, ich habe jetzt 12 Torfischer-Werkzeuge, das heißt, ich brauche jetzt nur eine Fingerknochen. Hast du auch schon Fingerknochen? Ja, also ich habe noch keinen Fingerknochen. Warte, wie viel Zeit haben wir noch? Also wir haben noch 2 Minuten. Oh, noch. Nee, 3 Minuten. Nee. Ah, ist alles in Ordnung. Bleib mal jetzt ruhig. Ich bin hier unten in, hier war immer, hier irgendwo, hier war doch immer dieser super, Schlamm hier. Nee, das war, woanders, das war, Nein, das war hier, In diesem Sumpf. Nein, das war, glaube ich, in einem anderen Sumpfding, auf dem Weg zu irgend so ein Unterschlupfteil. Nein, der war immer hier, Hier war der, hundertprozentig, wo ich jetzt gerade bin. Ach ja, stimmt ja. Hier war der. Ja, stimmt, der war hier. Das ist ein super... Alter, stirbt ihr Sackfolgen. Boom! Und weg und... Ah, hier ist er, hab ihn. Ja, komm mal! Da, dieser Super-Typ wieder. Oh. Und gekühlt. Mit einem Köhl. So, warte mal, Inventar. Wir haben gerade was... Hier, Fische. Diese Fische wollte ich brauchen. Und auf die Fischmann soll ich irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich möchte ja nicht ein Abkommen, das kann man erfordern. Stufe 1, ja und? Geht doch. Ach so, mit Kristall der Wahrheit, genau. Da musste man diese Dinger erforschen, diese Fragezeichen-Dinger. 8 Rüstungswert. Sphärenscherbe. 3 Rüstungswert. Ja, die Sphärenscherbe, ich glaube, das ist ein neuer Kristall, oder? 1 Rüstungswert und der hat einen Rüstungswert. Boah, da ist er schon wieder. Oh, da ist er wieder. Dann haben wir diese Sphärenscherben waren. Okay, lass uns mal zurück in die Stadt gehen. Ich glaube, hier unten geht's schneller. Warte mal, da wir haben ja noch einen Stab. Lehrlingsroute. Achso, 4 bis 5, das ist die Standardwaffe. Oder war die Standardwaffe? Ich keine Ahnung. Wir brauchen auch mal wieder einen neuen Bogen. Gunnerbär, Hilfe! Ich komme! Oh, du bist da. Alter, was geht mit dir? Party! Wir haben voll ein Level weiter. Boom, als. Bitch. Ich hab voll so ein... Ich muss ja immer so ein Level weiter. Ach ja, wir müssen mit Waffen gucken, Mann. Die Fische. Fisch. Aber letztens gab es bei mir, glaube ich, auch schon wieder. Ach ja, und jetzt können wir uns was aussuchen. Entweder dein Jagdpfeil durch, schlägt nun das erste getroffene Ziel oder... zeichnende Hiebe vom Todesschwung getroffene Ziele sind nun für 6 Sekunden PV gedreht, 30 Sekunden markiert und verlangsamt. Nee, wir machen das diese stärkere Teil. Ey, das war doch früher auch immer so, dass der Waldläufer immer schneller Level Ups kamen, ne? Nur, meiner Meinung nach kamst du immer schneller Level Up. Nee, nee. Wir waren eigentlich immer gleich auf. Du warst auf jeden Fall am Anfang. Ist ja eigentlich. Hier geht es ja nicht um ein Weltrennen. Muss schneller sein. Muss schneller sein. Nein. Okay. Ich werde wieder, wir müssen hier bleiben. Da sind ganz viele Schläge. Kristall der Wahrheit. Kleine Information zu den Kristall der Wahrheit. Die sind für euch wirklich sehr nützlich, denn damit könnt ihr irgendwelche Teile freischalten, wie zum Beispiel magische Sachen und all sowas. Ja, ich habe zum Beispiel bei mir diesen Umhang da erforscht, der besser ist, der hat 8 Rüstungswerte und unser Alter hat er nur 2. Ich habe jetzt 7 von 8 Fischen. Komm schon, gib ein Fisch, du fettes Viech! Ich habe keinen Fisch gegeben. Komm schon, wir haben zwar noch Zeit. Nein, eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr. Aber ich möchte noch die eine Quest zu Ende machen. Falls sie auch noch mal jetzt mittendrin abbricht. Sorry. Ansonsten seht ihr einfach bei mir alles nach. Ja. Genau. Also, ich werde dann wahrscheinlich auch noch beenden. Aber falls ihr auch noch mal abbricht, wird zur nächste Folge weitergehen. Ich sage also schon mal schau, wenn euch das Video gefallen hat. Bewertet es doch bitte positiv. Bewertet es einfach positiv. Genau, bewertet es positiv.
Hat like a pussy. Ja. Wir rennen jetzt... wieso kommt es nicht mit nach Grimford oder wie auch immer das jetzt heißt? Weil ich noch Fische haben will. Diese Fische, Fischquest. Ich brauche noch einen einzigen Fisch. Ah, ich habe schon alle Fische. Ich nicht. Boah, immer dieses Kaufen. Mir fehlt noch eine. Egal, Leute. Damit beende ich diese Aufnahme. Oh, schleim. Ich guck die ganze Zeit auf meine Fraps-Anzahl da oben. Ja, Fisches. Verbesserte Siegelring. Ach, und da ist schon zum ersten Mal unser Inventar voll. Warte, wir haben eigentlich ein Inventar. Na okay, wir haben noch eine Reihe frei. So. Und wir nicht. Oh Gott, das sind Baller. Okay, Leute, damit beende ich. Aber ich beende sie noch nicht so ganz. Bei mir werden wir jetzt mal schnell hier den einen Typen hier fragen. Können wir das vielleicht nächste Folge machen, weil... Okay. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wünschst du ihnen auch einen schönen Tag? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Wünsche ihnen einen schönen Tag! Ja, nein. Ja! Okay, also wir sind dann wieder in Grimark. Und dann beenden wir... Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Also nicht vergessen, gute Bewertung, Feedback und all sowas. Und ja, ciao. Ciao.